Die Sache mit dem roten Ball. Gestern war etwas passiert, das mich dazu veranlasst hat, den wichtigsten Teil meines Lebens mit euch zu teilen. Ich arbeitete gerade an meinem Arbeitsplatz, dem McDonald's in Hongkong. Diese Gruppe ausländischer Teenager kam herein. Sie benahmen sich laut und respektlos. Obwohl das nichts Ungewöhnliches ist, unterstütze ich solch ein schlechtes Verhalten unter keinen Umständen. Allerdings verbieten es die Restaurantbestimmungen, den Kunden zu rügen. Es sei denn, sie tun etwas wirklich Verrücktes, was hier aber nicht der Fall war. Das Problem war, dass ich deutlich hörte, wie sie meinen Kollegen beleidigten. Obwohl sie es ihm nicht ins Gesicht sagten und nur untereinander sprachen, haben die Teenager nicht einmal den Versuch unternommen, ihre Stimmen dabei etwas zu senken, sodass jeder es hören konnte. Sie sagten, dass mein Kollege ein echter Loser sein müsse, wenn er bei McDonald's arbeitet. Dass er wahrscheinlich aus einem Waisenhaus kommt, dass er stinkt und sowas. Sie machten auch Witze darüber, dass er arm und hässlich sei. Diese Teenager waren die nächsten in der Warteschlange. Also bat ich meinen Kollegen wegzugehen und nahm seinen Platz ein. Hallo, ihr kleinen Belger. Wie geht's euch denn heute? Ist es nicht anstrengend, bei dieser Hitze so fett zu sein? Einer von ihnen war fett. Und du? Warum sind deine Zähne so schief? Haben deine Eltern dir keine Zahnspange gekauft? Du brauchst sie definitiv. Aber du, als Frau kann ich dir sagen, dass du nie eine Freundin finden wirst. Ich habe wahrscheinlich noch etwas anderes gesagt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern. Aber ich glaube, man kann sich auch so ein Bild davon machen. Nach meiner Ansprache schwiegen sie für einen Moment. Ich hatte sie wirklich aus dem Konzept gebracht. Aber dann sagte der Mutigste der Gruppe: Und wer genau bist du? Du bist auch nur ein Loser, der hier arbeitet und... Er kam nicht weiter, denn ich begann sie anzuschreien, dass sie das Restaurant verlassen sollten. Alle um uns herum haben das mitbekommen. Nach dieser Szene bekamen die Teenager Angst und gingen weg. Natürlich war mein Chef von all dem nicht gerade begeistert, aber er ist sehr nett und ich brauchte die offizielle Erklärung über mein Verhalten nicht zu schreiben. Er schickte mich lediglich nach Hause, um über meine Taten nachzudenken. Also das war meine aufregende Erfahrung gestern. Es hatte mich an meine Vergangenheit erinnert. Aber ich sagte mir, dass niemand, der zu McDonald's kommt, etwas über mich weiß. Jeder Mensch ist einzigartig. Und man kann niemanden anhand dessen beurteilen, wo er oder sie arbeitet. Du kannst nicht einmal eine Vermutung anstellen, weil du es einfach nicht weißt. Ich bin eigentlich ziemlich ungewöhnlich und ich könnte viel mehr verdienen, wenn ich wollte. Aber es ist einfach meine Entscheidung, es nicht zu tun. Und damit sind wir auch schon am Beginn meiner Geschichte angekommen. Ich bin körperlich ziemlich schwach. Seit ich denken kann, habe ich eine Anämie. Manchmal geht es mir so schlecht, dass im Bett liegen das Einzige ist, was den ganzen Tag möglich ist. Bei McDonald's arbeite ich nur Teilzeit. Ein Vollzeitjob wäre zu anstrengend für mich. Inzwischen komme ich recht gut mit meiner Krankheit zurecht, weil ich weiß, dass es auch meine Gabe ist. Aber es war nicht immer so. Vor 5 Jahren, als ich 20 Jahre alt wurde, hatte ich beschlossen, mein Leben zu beenden. Bis dahin war mein Leben immer nur eine Qual gewesen. Ich konnte in der Schule keine Freunde finden, weil ich immer krank war. Als ich endlich eine Freundin fand, wurde ich wieder krank. Und nach meiner Rückkehr in die Schule hatte sie bereits andere Freunde gefunden. Und die wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Genauso war es mit Beziehungen gewesen. Teenager-Typen sind immer zu ungeduldig. Sie wollten nicht darauf warten, dass es mir besser ging, wenn ich krank war. Sie wollten sofort zu Dates gehen und in den dunklen Gassen knutschen. Doch ich brauchte mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge, als sie geben konnten. Aber das war nicht das Schlimmste gewesen. Das Schlimmste an meinem Leben war, dass auch meine Eltern zu beschäftigt waren, um mir wirklich Aufmerksamkeit zu schenken. Wir waren eine ziemlich arme Familie, also haben sie die ganze Zeit gearbeitet.
So war es in meiner Kindheit gewesen und so war es auch, als ich 20 war. Was meine Kindheit anbelangt, erinnere ich mich hauptsächlich an die langweiligen Nachmittage in meinem Zimmer, als ich krank war. Wie ich Schatten an der Decke beobachtete, die von nahen Ästen geworfen wurden, während ich im Bett lag. Ich beobachtete sie so intensiv, dass ich genau wusste, wann die Schatten an der einen oder anderen Stelle an der Decke sein würden. Ich war in der Lage, die Zeit daran zu erkennen. Als ich 20 wurde, beschloss ich, genug ist genug. Ich musste diesem Elend, das sich mein Leben schimpfte, ein Ende setzen. Es gab keine Aussicht auf eine plötzliche Besserung meiner Gesundheit. Keine Hoffnung darauf, meine Familie könne irgendwie reich werden und keine guten Aussichten für meine Zukunft und Ausbildung. Die Highschool hatte ich damals abgeschlossen, hatte aber keinen Job. Das bedeutete, dass ich viel Freizeit hatte, auch wenn ich noch immer krank war. Wenn es mir mal gut ging, lief ich durch die ganze Stadt. Ich war nicht mehr das kleine Mädchen, das die ganze Zeit an sein Bett gefesselt war. Bei meinen Spaziergängen hatte ich einen verlassenen Wolkenkratzer bemerkt. Das Gebäude war noch nicht fertig. Es war noch nicht verputzt und hatte keine Fenster. Nur nackte Betonwände. Irgendwie gefiel mir dieser Ort und ich begann regelmäßig an diesem Gebäude vorbeizugehen. Ich kam nie in das Gebäude hinein. Nicht, dass mich der einfache Holzzaun aufgehalten hätte, aber mir war einfach nicht danach. Allein, dass dieses leere Gebäude da war, reichte aus. Irgendwie fühlte es sich an, als wäre das Gebäude genauso wie ich. Innen war es leer und verlassen. Ich fühlte mich auch, als wäre ich leer und verlassen und wanderte diese Straßen entlang, ganz ohne Freunde. Der Wolkenkratzer wurde nie fertiggestellt, sodass er keinerlei Erinnerungen an Menschen in sich trug, die in ihm lebten oder dort arbeiteten. Ich hatte auch nicht viele Erinnerungen, außer daran, krank im Bett zu liegen. Ich fragte mich, ob meine Augen wie die hohlen Löcher des Gebäudes aussahen, wo eigentlich die Fenster hätten sein sollen. Eines Tages dachte ich, dass dies der richtige Ort war. Der Ort, an dem ich mein Leben beenden wollte. Es war perfekt. Ich hatte einige Zeitungsausschnitte gesammelt. Und ich war nicht die Einzige, die sich entschieden hatte, es dort zu tun. Viele Menschen waren bereits von diesem Gebäude gesprungen. Es hatte sogar den Namen The Suicide Tower. Aus irgendeinem Grund plante ich, dass mein Leben am 5. Mai enden sollte. Ich weiß nicht, warum ich dieses Datum gewählt habe. Es schien einfach der richtige Zeitpunkt zu sein. Vielleicht war es so, weil ich wirklich gerne Pläne für alles machte. Genau eine Woche vor dem 5. Mai begann ich, wirklich, wirklich seltsame Dinge zu träumen. Im ersten Traum ging ich gerade an dem Gebäude vorbei, in dem ich mich umbringen wollte, als ich einen Mann sah. Er war genau vor mir und ging in dieselbe Richtung wie ich. Der Mann trug einen grauen Anzug. Das typischste Exemplar von Business Look, das man sich nur vorstellen kann. Das Haar des Mannes war schwarz und kurz geschnitten. Vermutlich handelte es sich um einen Büroangestellten. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Doch plötzlich hatte ich ein wirklich unbändiges Gefühl in mir, dass ich ihm etwas sehr Wichtiges zu sagen hätte. Ich begann schneller zu laufen, doch der Mann beschleunigte ebenfalls, als würde er meine Entschlossenheit, ihm etwas zu sagen, spüren. Dann bog er schnell um die Ecke, doch ich folgte ihm. Inzwischen rannte ich beinahe. Als ich die Ecke erreicht hatte, war der Mann weg, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Natürlich war es nur ein Traum und da war alles möglich. Aber es fühlte sich so real an. Allerdings war der Traum noch nicht vorbei. Verwirrt stand ich auf der Straße und suchte alle Richtungen ab, bis ich ein zerrissenes Stück des grauen Anzuges jenes Mannes entdeckte. Dieser Stoff hing an dem Spalt im Holzzaun, der den verlassenen Wolkenkratzer umgab. Der Mann hatte sich den Anzug zerrissen, als er durch den Spalt gekrochen war. Ich kroch auch hindurch. Ich konnte nicht sagen, ob dieser Ort im wirklichen Leben genauso aussah.
Doch alles, was ich in meinem Traum auf der Straße gesehen hatte, entsprach genau der Wirklichkeit. Die logische Vorgehensweise war es offenbar, in das Gebäude hineinzugehen. Denn auf der verlassenen Baustelle gab es sonst nichts, abgesehen von einer braunen und grauen Mixtur aus Schlamm. Die Eingangstür war komplett angekettet. Doch die Kette war achtlos um die Griffe gewickelt worden und die Tür stand offen. Die Lücke war so groß, dass fast jeder leicht hindurchschlüpfen konnte. Und genau das hatte ich auch vor zu tun. Das hier war der einzige Ort, an den der Mann hatte gegangen sein können. Als ich mich dem Eingang näherte, packte mich ein seltsames Gefühl der Angst. Es war merkwürdig, weil ich sonst vor nichts Angst hatte. Schließlich hatte ich beschlossen, mein Leben zu beenden. Es gab nichts, was ich hätte fürchten können. Doch diese Angst war etwas anderes. Sie war ursprünglich und grundlegend, so ähnlich wie die natürliche menschliche Angst vor Lärm. Dennoch setzte ich meinen Weg zur Tür fort. Als ich die Tür erreichte, konnte ich dahinter nichts als die Dunkelheit sehen. Ich zögerte, mich hindurchzuzwängen, weil ich darauf wartete, dass sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, damit ich zumindest etwas sehen konnte. Wie ich bereits erwähnt habe, fühlte sich dieser Traum komplett real an. Plötzlich zeichnete sich der mysteriöse Mann vor der Dunkelheit ab. Es geschah so schnell, dass es mich wirklich erschreckte und ich zurückwich. Obwohl er mich schon allein durch das, was er tat, erschreckt hatte, war das nicht das Verstörendste an ihm. Denn nun konnte ich sein Gesicht sehen. Eines der Augen des Mannes war aus der Höhle gesprungen und hing an seiner Wange. Das Auge bewegte sich noch und blickte mich an. Seine Nase war eingeschlagen, als hätte er einen extrem harten Schlag erfahren. Der Hals des Mannes war ganz schief und sein Kopf lag schlaff auf der Schulter. Er öffnete den Mund und versuchte etwas zu sagen, doch er brachte nur abscheuliche Knurrgeräusche hervor. Bevor er mir etwas erklären konnte, begann ich zu schreien und wachte auf. Anscheinend hatte ich auch meine Eltern geweckt, weil wir alle in einem Zimmer schliefen. Meine Familie war arm und in Hongkong sind Wohnungen sehr teuer, so dass sich viele Leute nur ein Schlafzimmer leisten können. Ich war komplett schweißgebadet. Und meine Eltern dachten, ich hätte einen der Anämieanfälle. Doch in Wirklichkeit hatte das überhaupt nichts damit zu tun. Am nächsten Morgen ging es mir wieder gut. Die ganze Woche über hatte ich diese seltsamen Träume. Sie waren alle gleich, abgesehen davon, dass es jedes Mal eine andere Person war, der ich folgte. Jedes Mal endete der Traum damit, dass ich an der Eingangstür des Gebäudes stand, wo alle Leute, denen ich gefolgt war, einige wahnwitzige Verletzungen offenbarten. Jedes Mal versuchten sie, mir etwas zu sagen, doch ich wachte immer auf, bevor sie es mir erklären konnten. Es gab eine Frau, deren Arme an unzähligen Stellen gebrochen waren. Sie sahen aus wie Klumpen von Fleisch und Knochen. Dann war da noch ein alter Mann, dessen Oberkörper beinahe in zwei Hälften gespalten war. Der Körper eines anderen Mannes sah aus wie ein großer blauer Fleck, über und über dunkel violett und blau. Einer Frau wurde der Schädel aufgerissen und das Gehirn war sichtbar. Das Ekelhafteste an diesem Fall war die Tatsache, dass in ihrem Gehirn bereits einige Würmer zappelten und diesen Fleischklumpen fraßen. Bei anderen, die ich in meinen Träumen sah, waren die Verletzungen nicht so schwer. Aber sie waren definitiv alle tot. Natürlich handelte es sich bei allen um Selbstmordopfer, die aus dem Gebäude gesprungen waren, so viel verstand ich. Aber irgendwie war es für mich auch nicht sonderlich verwunderlich, dass ich solche Träume hatte. Mein Verstand versuchte wahrscheinlich, mich auf diese Weise zu retten, doch ich würde ihm nicht gehorchen. Es musste einfach der 5. Mai sein, an dem alles zu Ende ging. In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai hatte ich diesen seltsamen Traum zum letzten Mal. Als ich mich der offenstehenden Eingangstür näherte, erschien ein junges Mädchen aus der Dunkelheit dahinter. Sie war die Person, der ich in dieser Nacht gefolgt war.
Sie trug eine Windjacke mit einem geöffneten Reißverschluss. Sie zeigte mir, dass ihr Bauch ein Loch hatte, das durch ihren ganzen Körper ging. Allerdings war dieses Loch nicht im Rücken der Windjacke. Deshalb hatte ich die Verletzung nicht gesehen, als ich ihr gefolgt war. Ein Ende ihres Darms hing von dem Loch herab. Sogar während meines Traumes dachte ich, dass ich anschließend aufwachen würde. Doch es passierte nicht. Diesmal ging der Traum weiter. Warum willst du das tun, Stella? Ich öffnete meinen Mund, konnte aber nichts sagen. Du solltest das nicht tun. Du hast eine Gabe. Erinnere dich an diese Zeit in deiner Kindheit mit dem Ball und die anderen Zeiten. Du kannst auch uns helfen. Ich öffnete meinen Mund noch einmal, doch dann verschwamm alles und ich wachte auf. Der Morgen des 5. Mai war kalt, neblig und feucht. In der Wohnung war es auch kalt. Meine Eltern waren bereits zur Arbeit gegangen. Sie mussten sehr früh aufstehen, um rechtzeitig dort zu sein. Ich fühlte eine extreme Müdigkeit. Die ganze Woche über war es mir gut gegangen. Doch an diesem Tag war meine Anämie wieder da. Diesmal traf es mich hart. Doch das konnte mich nicht aufhalten. Ich zog meine besten Kleider an und schrieb einen Abschiedsbrief. Ich entschuldigte mich bei meinen Eltern dafür, dass ich so schwach und krank war und sie gezwungen gewesen waren, so hart zu arbeiten, nur um für mich zu sorgen. Dann nahm ich mir eine Flasche Wasser und trat meine letzte Reise an. Als ich am Ausgang meines Wohnhauses ankam, war ich bereits so erschöpft, dass ich dachte, es würde mir nie möglich sein, den verlassenen Wolkenkratzer zu Fuß zu erreichen. Ich ging zurück, zertrümmerte meine Spardose und rief ein Taxi. Ich würde dieses Geld eh nicht mehr brauchen. Während der Fahrt fragte mich der Taxifahrer mehrfach, ob es mir gut ginge. Natürlich bejahte ich. Das Gebäude sah aus wie immer, außer dass das Wetter an diesem Tag so neblig war, dass ich das obere Ende nicht sehen konnte. Dann wurde mir klar, dass ich nicht wirklich wusste, wie ich hineinkommen sollte. Ich hatte vergessen, dieses wichtige Detail zu überprüfen, bevor ich das tat, was ich beabsichtigte. Ich hatte immer gedacht, dass ich einfach rüberklettern würde. Doch an diesem Tag war das keine Option. Nachdem ich mir eine Weile lang den Kopf darüber zerbrochen hatte, erinnerte ich mich an meine Träume und an den Riss im Zaun, wo all die Leute hindurchgegangen waren. Obwohl das nur ein schwacher Hoffnungsschimmer war, ging ich um die Ecke und hielt vor Überraschung abrupt an. Es gab wirklich einen Riss im Zaun, genau wie in meinen Träumen. Als ich hindurchgeschlüpft war, lag auch die Baustelle genau so vor mir wie in meinen Träumen. Es war, als wäre ich wirklich schon einmal dort gewesen. Nur war ich das nicht. Die Eingangstür mit der Kette war ebenfalls die gleiche. Und ja, die Tür stand offen. Ich konnte mich leicht hindurchzwängen. Der graue und braune Schlamm auf der Baustelle hatten sich nun durch das feuchte Wetter in ein wahres Chaos verwandelt. Es fiel mir schrecklich schwer voranzukommen. Meine Füße steckten im nassen Schlamm fest, aber ich setzte alles daran, es bis zur Eingangstür zu schaffen. Als ich mich der Tür näherte, begann mein Herz zu rasen. Was wäre, wenn nicht nur diese Seite genauso aussah wie in meinen Träumen? Was wäre, wenn ein Geist aus der Dunkelheit gesprungen kam, wie es unzählige Male geschehen war? Nichtsdestotrotz erreichte ich die Tür. Ich war erschöpft, dennoch spähte ich in die Dunkelheit hinter der Tür. Etwa 5 Minuten lang stand ich einfach nur so da. Nichts passierte. Also schob ich mich hindurch. Obwohl das Gefühl der seltsamen und ursprünglichen Angst nicht auftrat und nichts Übernatürliches geschah, war das Gebäude im Inneren unheimlich. Ich erinnere mich noch gut an seine nackten, grauen Betonwände mit den leeren Türen. Die Treppe hatte kein Geländer. Es konnte leicht passieren, durch eine kleine Unachtsamkeit einfach hinunterzufallen. Aber das hatte ich nicht vor. Ich musste sicher sein, dass ich sterben und nicht nur als Krüppel enden würde. Also machte ich mich auf den Weg ganz nach oben.
Als ich den dritten Stock erreichte, dachte ich, dass es unmöglich sein würde, ganz nach oben zu kommen. Meine Knie zitterten vor Erschöpfung. An diesem Tag fühlte ich mich wirklich schwach. Ich konnte mich nicht mehr aufrecht halten und setzte meinen Weg kriechend fort. Im 10. Stock trank ich den letzten Schluck Wasser, der sich noch in meiner Flasche befand. Dann kroch ich in den 11. Stock und wurde ohnmächtig. Als ich wieder zur Besinnung kam, war es draußen bereits dunkel. Ich änderte jedoch meine Meinung nicht. Ich musste es tun. Also ging ich weiter nach oben. Als ich in den 34. Stock kam, wusste ich einfach, dass ich es nicht weiter schaffen würde. Ich rappelte mich auf die Füße und ging in einen leeren Raum, der als Wohnung gedacht war. Der Raum hatte eine Tür zu einem Balkon. Doch der Balkon war nie fertiggestellt worden, sodass dies die Tür zum Nirgendwo wurde. Es war ein perfekter Ort für einen Selbstmord. Ich ging zum Rand hinüber. Das Wetter war noch immer sehr neblig und als ich nach unten schaute, konnte ich nicht einmal den Boden sehen. Vor mir lag einfach nur eine düstere Gräue. Irgendwie wurden alle meine Sinne vor dem Sprung extrem scharf. Das Heulen des Windes wurde total intensiv. Die graue Farbe schien sich zu verstärken. Die Kälte war heftig und ich fühlte mich, als könnte ich sogar die gesamte Luftfeuchtigkeit in meinem Mund schmecken. Obwohl meine Sinne scharf geworden waren, klangen die Geräusche der Stadt weit weg und entfernt. Es war, als ob der dichte Nebel alles dämpfte, als wäre dieser Ort eine ganz andere Welt. Ich atmete tief durch und... Warum willst du das tun, Stella? Ich konnte nicht sagen, ob der Klang in meinem Kopf entstand oder ob jemand das wirklich sagte. Es weckte Erinnerungen an meinen letzten Traum. Der Traum hatte damit geendet, dass das Teenager-Mädchen sagte, dass ich es nicht tun sollte. Dass ich eine Gabe hätte, dass ich mich an ein Ereignis mit einem Ball aus meiner Kindheit erinnern sollte. Es hatte auch gesagt, dass ich ihnen helfen solle. Wem genau helfen? Ich runzelte die Stirn und begann über das Ereignis mit dem Ball nachzudenken. Und ich erinnerte mich wirklich an so etwas. Es war wahrscheinlich meine allererste Erinnerung. Ich war damals 3 Jahre alt und es war ein sonniger Sonntagmorgen gewesen. Meine Eltern waren zu Hause und hatten ein Frühstück vorbereitet. Plötzlich flog eine große rote Kugel durch das offene Fenster. Sie war so schön und glänzend. Ich fing den Ball und spielte den ganzen Tag damit. Es schien das Normalste der Welt zu sein, dass meine Eltern nicht darauf achteten. Sie taten so, als wäre der Ball gar nicht da. Später an diesem Tag ging unsere Familie spazieren. Auf der Straße traf ich einen traurigen kleinen Jungen, wahrscheinlich in meinem Alter, aber er war ganz allein. Er sagte zu mir, dass die große rote Kugel ihm gehöre. Ich habe ihm den Ball zurückgegeben. Er schenkte mir ein breites, aufrichtiges Lächeln und rannte über die Straße. Das war der merkwürdigste Teil daran. Der fließende Verkehr geriet nicht ins Stocken, als er die Straße überquerte. Ich dachte damals, dass Autos ihn anfahren würden, aber es ist nicht passiert. Er ist einfach durch sie hindurchgelaufen, als wäre er aus Benzin. Als er es über die Straße geschafft hatte, drehte sich der Junge um und winkte mir zu. Ich winkte zurück. Dann versperrte ein großer Bus mir die Sicht. Und als er wieder weg war, war der Junge bereits verschwunden. Meine Eltern waren entsetzt über das, was ich tat, und starrten einfach nur ausdruckslos über die Straße. Sie schüttelten mich, und so endete es. Später in meinem Leben sagten sie mir, ich solle aufhören, mir Dinge vorzustellen, und es hatte tatsächlich noch andere Ereignisse wie dieses gegeben. Als ich älter wurde, hörte es auf. Und ich hatte keine dieser Illusionen mehr. Ich glaubte, dass ich wirklich ein Problem gehabt hatte, als ich mir in meiner Kindheit diese Dinge vorgestellt hatte. Aber was hatte das alles zu bedeuten, jetzt, wo ich am Rande des Ausgangs stand, um mein Leben zu beenden?
Plötzlich packte mich ein Gefühl der Angst. Es war die gleiche Art von Angst, die ich in meinen Träumen erlebt hatte. Als ob etwas Unerklärliches und Schreckliches geschehen würde. Komm, hilf uns. Zum zweiten Mal hörte ich ziemlich deutlich jemanden sprechen. Ich drehte mich um und begann, die Dunkelheit zu untersuchen, konnte aber nichts sehen. Die für Menschen natürliche Neugierde überkam mich. Ich ging zum Eingang der Wohnung und blickte um die Ecke, doch da war niemand im Treppenhaus. Als ich mich umdrehte, wurde ich von dem, was ich sah, so hart getroffen, dass ich wieder zu Boden ging. Sie waren alle da. All die Menschen aus meinen Träumen, so wie ich sie gesehen hatte. Der Mann mit dem schiefen Hals und dem heraushängenden Auge, die Frau mit den völlig gebrochenen Armen, der alte Mann, der beinahe in zwei Hälften geteilt war, der Mann mit den vielen Blutergüssen, die Frau, in deren Kopf sich Würmer wanden und all die anderen. Natürlich gab es auch das Mädchen mit dem Loch im Bauch. Sie trat vor und sagte, Du sollst nicht sterben. Du sollst uns helfen. Im ersten Moment bekam ich kein Wort über die Lippen. Ich starrte einfach nur diese Geister an, die leicht in der Dunkelheit glühten. War das wirklich real oder träumte ich? Jetzt kann ich zum Glück sagen, dass es eine Realität war. Die ganze Nacht über erzählten sie mir alle von den Gründen, aus denen sie ihr Leben beendet hatten. Sie alle bereuten es. Die Geister baten mich um meine Hilfe. Es stellte sich heraus, dass ich die Gabe besaß, Kontakt zu ihrer Welt aufzunehmen. Sie alle wollten, dass ich zu ihren Verwandten gehe, um von den Gründen für ihren Selbstmord zu erzählen und mich in ihrem Namen zu entschuldigen. Wenn die Entschuldigung angenommen wurde, konnten sie diese Welt endlich verlassen. Ich weiß nicht, wie ich es trotz des zunehmenden Anämieanfalls geschafft habe, diese Nacht durchzustehen, aber ich fühlte mich nicht so schlecht, nachdem ich sie getroffen hatte. Vermutlich gaben sie mir etwas Kraft, um es durchzustehen. Als der Morgen kam, konnte ich sogar alleine nach Hause gehen. Es war, als hätte ich eine unglaubliche Energie erhalten. Der nächste Tag war sonnig und all die Wolken hatten sich gelichtet. Obwohl der Morgen noch kalt war, konnte ich die Wärme der Sonne auf meinen Händen und im Gesicht spüren und sie wärmte mich auf. Es steigerte sogar noch dieses Gefühl der Erlösung. Als ich nach Hause kam, war ich überrascht, meine Eltern dort vorzufinden. Sie hätten doch längst zur Arbeit gehen müssen. Es stellte sich heraus, dass sie mich bei der Polizei vermisst gemeldet hatten und die ganze Nacht auf der Suche nach mir gewesen waren. Da wurde mir klar, wie sehr sie mich liebten. Ich habe ihnen nicht gesagt, was ich wirklich getan hatte. Ich tischte ihnen irgendeine dumme Geschichte auf, dass ich einen Freund getroffen hätte. Meine Kleidung bestätigte es. Natürlich machte es sie sehr wütend, doch ich denke, das war immer noch besser, als meinen Eltern die Wahrheit zu sagen. Es hätte sie zerstört, herauszufinden, dass ich vorgehabt hatte, mich selbst zu töten. Nach all dem machte mein Leben eine 180-Grad-Wendung. Natürlich habe ich all den Geistern geholfen. Die nächsten 2 Monate brachte ich damit zu, die Verwandten der Geister zu suchen und ihnen von ihren verstorbenen Lieben zu erzählen. Kaum zu glauben, aber dadurch habe ich sogar meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Er war der Bruder des Mädchens mit dem Loch im Bauch. Irgendwie haben wir uns verliebt. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. Ich arbeite Teilzeit bei McDonald's, aber in der kompletten restlichen Zeit helfe ich Menschen, die ihre Verwandten verloren haben. Du erinnerst dich, dass ich am Anfang erwähnt habe, dass ich viel Geld verdienen könnte? Ja, das könnte ich, denn Tröster zu sein zahlt sich sehr gut aus. Aber ich verlange kein Geld für meine Dienste. Ich denke, dass es mein Schicksal ist. Und ich habe kein Recht, eine Belohnung dafür zu verlangen. Wenn mir jemand Geld gibt, lehne ich es nicht ab. Aber ich frage auch nicht danach. Ich muss auch all den armen Menschen helfen. Deshalb sollte man nie zu schnell über jemanden urteilen.
Du kannst die außergewöhnlichste Person an den gewöhnlichsten Orten treffen. Aber du wirst einen Menschen nie einschätzen können, wenn du ihn nicht näher kennst.